So, herzlich willkommen zum heutigen Bootcamp-Teil. Es freut mich unglaublich, heute wieder so viele Gesichter zu sehen. Ihr habt es gerade gesehen, ein bisschen technische Schwierigkeiten, ist ein bisschen blöd gelaufen. Egal, wir sind natürlich heute hier wieder am Start. Es freut mich, wie gesagt, unglaublich, so viele Gesichter zu sehen, so viele Jungs und Mädels, die sich heute wieder so krassen Mehrwert abholen werden. Und glaubt mir, ich kann es gar nicht in Worte fassen, mir fehlen wirklich die Worte. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass der Mehrwert, den ihr heute gedroppt bekommt, dass das, was ihr heute gedroppt bekommt, wirklich Monate Arbeit wirklich ersetzen kann. Monate Arbeit, Monate Zeit lang in Go Live stecken, Monate Zeit lang in Education stecken, kann das Ganze, was heute gedroppt wird, ersetzen. Und ich bin unglaublich stolz, dass ein Teampartner von mir, wirklich ein Bruder, ich kann ihn nur Bruder nennen, weil es beschreibt einfach am besten, was er für mich ist, weil für mich geht es hier bei IAM darum, eine Familie aufzubauen. Und ich habe mir meine Familie, ich habe mir meinen Inner Circle aufgebaut. Ihr habt am Montag eine Emily und einen Dennis sprechen hören, zwei Lieder von mir. Ihr werdet heute den lieben Danny sprechen hören, auch ein Lieder bei mir im Team, ein Lieder von uns im Team, eine Person, die immer wieder sagt, ich will nicht networken und die immer wieder so extrem viel Liebe in ihre Calls steckt. Wenn ihr einen Danny anruft und fragt, hey, ich habe eine Frage, Danny sagt, warte, lass mich kurz in meinen Terminkalender gucken. Ah, in einer halben Stunde habe ich Zeit, lass uns zusammen auf den Call happen, ich zeige dir das Ganze. Und das ist die größte Appreciation, die eine Person euch geben kann. Denn Zeit ist aus meiner Sicht das wirklich wichtigste Gut dieser Welt. Und eine Zeit euch zu geben, eine Zeit, für die dieser Junge nicht bezahlt wird, diese Zeit euch zu geben und zu sagen, hey, ich setze mich mit euch auseinander, ich will euch helfen, weiterzukommen. Ich will euch helfen, aufs nächste Level zu kommen. Und das ist einfach die größte Appreciation, die man geben kann. Und ich bin so unglaublich froh und dankbar darüber, dass dieser Junge sich heute Abend die Zeit genommen hat und dass dieser Junge gesagt hat, hey, komm, ich setze mich mit euch auf das Bootcamp, weil ich ganz genau weiß, was ich gelernt habe. Und ich weiß ganz genau, wie extrem ich euch weiterhelfen kann und wie extrem die Dinge, die ich gelernt habe, euch weiterhelfen können. Und ich will wirklich gar nicht drumherum viel erzählen, sonst würde mein Edifying jetzt länger gehen als Danny sein Part. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier nicht den Water Combo Style machen. Von dem her, ich weiß ganz genau, Danny hat geisteskranke Sachen für euch vorbereitet. Und trotzdem, dass heute ein Event hier in Stuttgart ist, wir sind hier gerade auf dem Event hier, wir sind hier richtig schön nach draußen gelaufen, ihr seht, sind trotzdem so viele Leute hier auf diesem Call. Und Michi schreibt in den Chat, es gibt nur ein Wort, die diese Person perfekt beschreibt. Und das ist einfach Danny Q. Und der liebe Danny Q wird euch heute mit Mehrwert überschütten. Ich hoffe, ihr habt alle einen Zettel und einen Stift parat. Ich hoffe, ihr seid alle bereit mitzuschreiben, weil diesen Input, den er euch heute bringen wird, der wird geisteskrank sein. Und mit den Worten, Danny, du kannst dich entstummen. Ich nehme mich hier einfach mal vom Gepinnten weg, damit Let's du go. Die Bühne ganz für dich alleine hast. Let's go, hau rein. Ah, danke, Janik, für die schönen Worte. Das hat wieder mein Herz berührt. Das hört man immer gerne. Auf jeden Fall herzlich willkommen an alle hier. Ja, manche sind in Stuttgart unterwegs, trotzdem sind einige hier. Das freut mich richtig, dass so viele Leute den Mehrwert abholen wollen. Und für die, die nicht da waren, Pech gehabt, aber es gibt ein Recording. Von daher, yes. Wie ihr an dem Flyer erkennen konntet, wird es heute ein bisschen advanced sein. Ja, gestern hat der Janik mit euch ein bisschen die Basics durchgesprochen, was so die Basic-Regeln sind, wie man theoretisch ganz simpel die Strategie trainen könnte. Was ich heute mache, ist euch zeigen, wie Janik und ich die Strategie wirklich traden, was wir mit alles reinziehen, denn das Traden an sich ist dazu da, um Wahrscheinlichkeiten hochzusetzen. Ja, wir traden nicht anhand von Glück oder von, ach, es wird schon gut gehen, sondern darauf, dass wir unsere Wahrscheinlichkeiten zu Gewinn erhöhen. Und was Janik und ich gemacht haben, wir sind hergegangen und haben die Strategie in unserer Art und Weise optimiert. Das heißt, für uns so herausgearbeitet, dass wir im Prinzip das meiste daraus rausholen können. Es ist für jeden etwas anders, jeder macht das ein bisschen anders. Es passt nicht für jeden, aber für uns haben wir das Maximum rausgeholt und ich zeige euch jetzt gleich das Ganze, wie es aussieht. Ich werde mit euch auch eine kleine Wiederholung machen von gestern. Ich werde mit euch ein bisschen ins Detail reingehen, was der Harmonix überhaupt ist, was diese ganzen Tools, Indikatoren überhaupt sind, welche Bedeutung sie haben, wie sie entstehen, ja, damit ihr vielleicht ein besseres Verständnis dafür bekommt, was ihr da eigentlich nutzt. Ja, damit es nicht so ein, ach, ich zeichne es einfach ein ist, sondern dass es, ich sag mal, wie bei mir das ist, dass ihr die Details kennt, dass ihr das Hintergrundwissen habt. Ja? Das kann euch einiges vereinfachen, wenn das Deutsch ist. Vereinfachen, so. So, dann werde ich jetzt nämlich mal die Bildschirmfreigabe starten. Und ihr dürftet alle mein Trading View sehen, ist das richtig? Daumen hoch, perfekt.
Alles klar. So, dann machen wir mal eben das Fenster hier klein und machen es mal um die Ecke. Alles klar. Das Erste, was ich mit euch durchsprechen möchte, ist, was der Harmonix überhaupt ist. Ja, wir haben gestern durchgesprochen, was dieses Symbol hier ist. Oh, jetzt habe ich gerade einen Patrick gemalt. So, machen wir so. Was dieses Symbol hier überhaupt ist, das haben wir gestern durchgesprochen, ja. Ein Harmonix ist ein harmonisches Muster, wie der Name das schon sagt, was uns sagt, dass der Markt wahrscheinlich eine entgegengesetzte Richtung macht. Wie sehen wir das? Indem die D-Spitze zum einen nach unten zeigt, das heißt, der Markt möchte nach oben, oder andersherum, wenn die D-Spitze nach oben zeigt, der Markt möchte runter. Was ist jetzt interessant daran? Interessant ist, dass dieses harmonische Muster nicht einfach so im Markt entsteht. Es passiert nicht einfach so, weil es halt da ist, sondern es passiert, weil wir Menschen uns gewisse Sachen denken. Dieses harmonische Muster entsteht, weil Menschen dahinter stecken. Das ist mit vielem so im Markt, eigentlich mit fast allem, wenn nicht sogar mit allem, dass wir Menschen psychologisch dahinter stehen und solche Sachen entstehen lassen. Ich werde auch auf das Thema Support Resistance zukommen. Ja, manche von euch wissen wahrscheinlich schon, was es ist. Ich habe es auch sehr oft schon erklärt. Ist genau dasselbe. Ja, harmonische Muster sind Menschen gesteuert. Dieses harmonische Muster hat hier verschiedene Zahlen, die wir hier sehen. Und anhand dieser Zahlen können wir erkennen, ob dieses harmonische Muster im Prinzip korrekt ist, ja, oder ob dieses harmonische Muster gar kein harmonisches Muster ist. Ja. Es gibt so einen Zettel, den kann ich später auch mal in den Trading Channel schicken. Da ist erklärt, welche Zahlen hier stehen müssen, damit dieses harmonische Muster wirklich eins ist. Ja. Denn wenn das mal so aussehen würde, so, wenn ich jetzt so eins hinmale, ja, so ein Ding, ich glaube, da könnte mir jeder sagen, dass es einfach nicht schön aussieht. Ja, und da kann ich euch sagen, die Regeln werden nicht stimmen. Dieses harmonische Muster ist kein echtes harmonisches Muster. Ja, dazu komme ich aber später, wenn ich mal das Bild in den Trading Channel schicke. So, mache ich es mal wieder richtig hin. Das heißt, wir haben das harmonische Muster, was aus Menschenhand entstanden ist. Ja, was haben wir noch in der Strategie? Wir hatten noch in der Strategie den FIB-Kanal. So, Yannick hat gestern bereits schon gesagt, dass dieser FIB-Kanal im Prinzip, ja, wie ein Fibonacci ist, im Prinzip wie eine Zone. Ja, wir haben hier einen FIB-Kanal, wir haben 050168, das sind Fibonacci-Level. Fibonacci kommen wir auch zu sprechen. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass das hier, diese Diagonale hier, eine Zone ist. Das heißt, ein Bereich ist, in dem der Markt gerne raus möchte. Ein Bereich, wo der Markt, wenn er da reinläuft, wahrscheinlich, es ist alles in Wahrscheinlichkeit, nichts ist 100%, wahrscheinlich dreht. Ja, diesen Channel benutzt man normalerweise immer im Zusammenhang mit einer horizontalen Zone, das heißt mit einer Support und Resistance. Ja? Normalerweise benutzt man dies nie alleine. Was wir wollen ist, dass wir hier horizontal noch eine Zone haben. Ja? Das heißt, wenn wir so einen FIB-Kanal haben und er passt mit dem Punkt D, wollen wir eine horizontale Zone haben. Dazu kommen wir auch. Das heißt, unser Harmonie, ja, dass wir eine Zone im Prinzip ist. Oh, Ihre Internetverbindung. Ich hoffe, man hört mich noch, weil bei mir jetzt gerade steht, dass meine Internetverbindung instabil ist. Moment, ich mache mein WLAN aus. So, hört man mich? Schreibt man nur eine 1 in den Chat, dann sehe ich das. Perfekt. Wir haben den FIB-Kanal, eine Zone, die auch von uns Menschen in dem Sinne kontrolliert oder gesteuert wird. Der Markt dreht in dieser Zone, weil wir es so denken. Er dreht nicht einfach, weil wir jetzt Linien eingezeichnet haben. Er dreht, weil wir es so denken, weil 300.000 andere Menschen genau dasselbe sehen und genau dasselbe denken. Deswegen will der Markt aus dieser Zone raus. Das heißt, nochmal zur Wiederholung, wir haben unseren Harmonix fertig, wir haben unsere Zone hier. Was haben wir noch? Wir haben unseren RSI hier unten. RSI steht für Relative Strength Index. Dieser Indikator sagt uns im Prinzip, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Ja, normalerweise, wenn ich jetzt mal auf den Markt gehe, wollen wir, dass der Markt immer im Gleichgewicht ist, ja, immer so einen gewissen Durchschnitt hat an Verkäufern und Überverkäufern. Wenn wir einen Moment haben, wo der Markt eine starke Bewegung nach oben hat, ja, also viele Käufer im Markt waren, sehen wir, dass der RSI auch nach oben läuft. Ja. Wenn er die Linie 70, ja, das sind 70, das ist jetzt die Zahl 70, wenn diese Linie überschreitet, sagen wir, der Markt ist überkauft. Zu viele Käufer im Markt. Wir können darauf schließen, dass der Markt wahrscheinlich in der nächsten Zeit drehen wird. Ob das jetzt sofort ist, ob das in 2 Stunden ist, wie groß die Bewegung ist, sei dahingestellt, wissen wir nicht. Aber wir wissen, es wird wahrscheinlich passieren. Andersherum natürlich genau dasselbe. Wenn der RSI, die lila Linie, unter die
30 kommt, ja, also das heißt, die Linie, die ich hier rot markiert habe, darunter läuft, sagen wir, der Markt ist überverkauft. Das heißt, wir haben zu viele Verkäufer am Markt, wir haben keine Balance im Markt. Also können wir davon ausgehen, dass der Markt wahrscheinlich demnächst dreht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt auf diesen Harmonics hier zurückgehe, den ich eingezeichnet habe, wollen wir einmal den Harmonics richtig haben, erste Bestätigung, dass der Markt hochläuft, den FIB-Kanal, zweite Bestätigung, dass er hochläuft, und dann wollen wir eine Divergenz in diesem RSI haben. Divergenz heißt, dass sich der Markt in eine andere Richtung bewegt als der RSI. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier mal einen Markt hinmalen würde, so, malen wir mal hier so Boots, der Markt bewegt sich hier hin. So, machen wir mal hier Boots, Boots, Boots. Bildet uns hier einen RSI. So, machen wir das mal ein bisschen besser erkennlich. Machen wir das mal, nee, das sieht nicht so gut aus. Also aber gelb. Ja, dann sehen wir, dass sich der Markt von unten nach oben hin bewegt hat. Ja? Wenn wir das mal von Punkt X machen, wie wir es eigentlich haben wollen, sehen wir, der Markt hat sich von Punkt X zu Punkt D nach oben bewegt. Ja? Man sieht, von X zu D nach oben bewegt. Wenn sich der RSI in der Phase von X zu D nach unten bewegt, ja, wenn ich das jetzt einfach mal so hinmale, mache ich mal so, dann heißt es, dass der Markt wahrscheinlich dreht. Das ist diese Divergenz. Divergenz, ihr könnt euch das so vorstellen, dass uns auch der RSI, die Divergenz hier zeigt, wie stark eigentlich am Markt noch ist. Ja, wenn sich der Markt hier hocharbeitet, ja, das heißt von Punkt X zu D hocharbeitet, aber hier fällt, können wir uns das so vorstellen, wir können uns das so denken, dass der Markt schwächer wird. Das heißt, der Markt hat nicht mehr genug Kraft, um nach oben zu laufen, beziehungsweise in dem Falle nach unten zu laufen. Was passiert im Gegenschluss? Ja, der Markt wird im Prinzip die Richtung ändern. Ja, wenn der Markt zu schwach in eine Richtung wird, wird er sich ändern. Wenn wir gegen den Strom schwimmen in einem Fluss und zu schwach werden, fließen wir irgendwann mit dem Strom. Ja, das ist genau dasselbe Prinzip. Wir können das natürlich auch andersherum machen. Wenn der Harmonics, so machen wir Punkt X mal anders, machen wir den Punkt X mal hier oben hin, ja, und Punkt D machen wir mal nach unten hin. Dann hätten wir eine Bewegung von X zu D, die nach unten läuft. Wenn wir im RSI aber die entgegengesetzte Bewegung haben, ja, das heißt von unten nach oben, heißt es, der Markt hat in dem Sinn nicht mehr genug Kraft, um nach unten zu drücken und wird wahrscheinlich die Richtung wechseln. Ja? Somit haben wir drei Bestätigungen. Wir haben einmal die Bestätigung, dass der Harmonics sitzt, die Regeln passen. Wir haben die zweite Bestätigung, dass der FIB-Kanal sitzt. Wir haben die dritte Bestätigung, dass die Divergenz sitzt. Die vierte Bestätigung wäre dann natürlich noch der Trend. Ja, in dem Fall sagen wir, hätte der Trend gepasst. So, das ist die grundlegende Art, wie wir den Harmonics traden können. Und jetzt komme ich dazu, wie wir das Advanced machen, wie wir das Ganze ausfeinern, wie wir das Ganze ein bisschen komplizierter machen, aber ich sage es mal, auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es aufgeht. Und zwar möchte ich jetzt erstmal auf die Marktstruktur eingehen. Das ist nämlich das Wichtigste, darauf werde ich jetzt nämlich aufbauen. Und zwar, wenn ich mal hier hochgehe, bewegt sich der Markt, ja, immer in Impulsen, Korrekturen, Impulsen, Korrekturen, Impulsen, Korrekturen. Ja? Das heißt, wenn wir einen Aufwärtstrend haben, macht der Markt immer einen Impuls nach oben, also ein, in dem Falle hier ein Hochpunkt. Ich könnte es jetzt mal, nee, ich schreibe es aus, Hochpunkt. Machen wir es auf Englisch, das ist kürzer, ein High. Hier unten hat der Markt ein Low. So. Der Markt hat einen Impuls nach oben gemacht und hat korrigiert. Wenn dieser Punkt hier höher ist, also dieser Tiefpunkt höher ist als der vorherige, gehen wir davon aus, dass es ein Higher Low ist. Ja, ein Higher Low. Weil, ganz simpel, dieses Low hier, ja, das heißt, wenn ich das mal markiere, dieses Low hier höher ist als das vorherige. Und so geht es immer weiter. Das heißt, wir haben hier wieder ein Higher High. Warum? Weil dieser Hochpunkt hier oben höher ist als der vorherige. So, dann können wir das gerade mit kopieren. Können Sie einsetzen. Ist wieder ein Higher Low. Und hier oben haben wir ein Higher High. So, was wichtig ist dabei, ist, wie wir jetzt erkennen, dass sich der Trend wechselt. Woran erkenne ich, dass sich der Trend jetzt geändert hat? Und zwar daran, dass der Markt anfängt, ja, wir machen hier einen neuen Tiefpunkt, anfängt,
tiefere Hochs, also Lower Highs und Lower Lows zu machen. Ja, das heißt, wir haben zu dem Zeitpunkt hier oben das Higher High, das übergriffliche High, und plötzlich haben wir hier ein Lower High. Warum haben wir hier ein Lower High? Ganz einfach, weil dieser Hochpunkt hier im Markt tiefer ist als der vorherige. Ja, hier haben wir dann ein Low. Ja, haben wir ein Low, ein Lower High. Und wenn im Prinzip im Markt ein Low entsteht und ein Lower High, haben wir die Bestätigung, dass der Markt in einem Trendwechsel ist. In dem Moment, wo der Markt ein Low bildet, im besten Falle sogar das vorherige Low bricht, das hier. Ja, dann korrigiere ich das mal. Ja. Lower Low. Damit haben wir die erste Bestätigung, dass sich der Trend wechselt. Ja, unsere vollständige Bestätigung haben wir, wenn der Markt wieder hochdrückt, also korrigiert, und das vorherige High nicht übertrifft, sondern ein tieferes bringt. Ja, das heißt, wir haben hier ein Lower Low und ein Lower High. So, dann haben wir das. Warum ist das wichtig? Und zwar wollen wir ein Harmonics immer in gewissen Bereichen haben. Das werdet ihr gleich sehen, deswegen bin ich auch darauf eingegangen. Nur damit wir das jetzt schon mal durch haben. Ja? Hat das jeder bisher verstanden? Gibt es bisher irgendwelche Fragen dazu? Oder ist bisher alles klar wie Kloßbrühe? So. Tipptopp. Perfekt. Alles klar. So. Jetzt möchte ich aufs nächste Thema eingehen, und zwar Support Resistance. Support Resistance ist in jeder Strategie, eigentlich in so ziemlich jeder Strategie, super wichtig. Es ist zwar etwas, was man am Anfang lernt, was relativ basic ist, aber es ist sehr wichtig. Wenn ich jetzt in der Gruppe fragen würde, wie oft kann ein Higher High, Lower Low vorkommen? Im Prinzip unendlich oft, bis sich der Trend wechselt. Es gibt keine Begrenzung. Irgendwann dreht sich das, aber es kann ein Higher High, Lower Low kommen, so oft es will. Ja. Wir können natürlich ein bisschen ausatmen und sagen, okay, wir können sagen, solange wie eine Elliott Wave ist, aber darauf möchte ich jetzt nicht hinaus. Wenn ich jetzt frage, ob jeder weiß, was eine Support Resistance ist, wann entsteht wieder ein Low? Ein Low entsteht dann, wenn das vorherige Low im Prinzip gebrochen wird. Ja? Also wenn das Low hier tiefer ist als das vorherige, haben wir ein neues Low. Wenn du dieses Low hier meinst, dieses Low entsteht zum Beispiel, wenn der Markt hier runterläuft, ja? Runterläuft und irgendwann anfängt, den Trend zu wechseln. Wenn das passiert, ist das hier unten unser neues Low. Weil das der tiefste Punkt ist zu dem Zeitpunkt. Ja? Okay. Wer weiß nicht, was eine Support Resistance ist? Also achten wir auf Strukturbruch, bevor wir in Harmonics eingehen, wie zum Beispiel mit einem Lower Low. Ich komme darauf zurück, warum wir ein Strukturbruch haben wollen. Okay, wissen alle, was du so. Also, ich habe jetzt nämlich die Camps, ich sehe nämlich die Camps jetzt nicht, deswegen weiß ich es auch nicht. Deswegen müsstet ihr es schreiben. Aber ich kann es mal so machen. Ups, falsch rum. Okay. Einige Leute wissen nicht, was eine Support Resistance ist. Für die, die wissen, was eine Support Resistance ist, weiß jeder, wie eine Support Resistance entsteht. Ja, Julian, ich sehe schon, wie du. Ja. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir es trotzdem durch. Im Markt gibt es verschiedene Preisbereiche, Preiszonen, wo der Markt gerne dreht, also die Richtung wechselt. Ja, diese Zonen nennen wir Support und Resistance. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir im Markt, ja, ich mache mal hier, ach, ich habe hier unten mein Kästchen, wir bauen jetzt ein Haus. So, bauen wir mal ein Haus mit verschiedenen Etagen. So, machen wir noch eine letzte Etage. Ihr könnt euch das so vorstellen. Zonen sind im Prinzip Böden bzw. Decken. Ja, ich nehme jetzt mal den Markt, und ihr könnt euch das so vorstellen, dass der Markt immer wieder mal diese Zonen anläuft, zum Beispiel den Boden, und dann abprallt. Dann prallt er mal an der Decke ab und dreht wieder die Richtung. Und es kann passieren, dass wenn er oft genug zum Beispiel gegen die Decke haut, er irgendwann durchbricht. Wenn ihr euch einen Hammer nehmt und gegen die Decke haut, werdet ihr beim ersten Mal nicht durch die Decke kommen. Ja, das ist zum Beispiel wie dieser Punkt. Einmal gegen die Decke gehauen, ihr seid nicht durchgekommen. Ihr verschnauft ein bisschen, probiert es nochmal. Verschnauft ein bisschen, probiert es nochmal. Verschnauft ein bisschen und irgendwann seid ihr so tief, dass ihr ein Loch durchkriegt und durchkommt. Ja,
Und dann fängt das ganze Spiel von vorne wieder an. Das heißt, wir haben einen unteren, wir haben einen Boden, das ist unsere Support, weil sie euch unterstützt. Und wir haben einen Widerstand, also Resistance, weil sie euch davon abhält, nach oben zu kommen. Ja? Wäre doch eine horizontale Linie, in der der Markt wieder zurück will, oder habe ich da was verstanden? Nee, das ist richtig. Es ist eine horizontale Linie, in der Markt nicht zurück will, sondern von der er abprallt. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Support und unsere Resistance im Markt. Ein Preisbereich, wo der Markt häufiger drankommt und abprallt. Wie können wir das für uns nutzen? Wir können das für uns nutzen, indem wir das zum Beispiel hier, wenn ich mal meine Harmonics wieder finde, so, jetzt muss ich mal gucken, wie knapp, da. Indem ich diese Zone oder diese Support Resistance bei meinen Harmonics, bei meinem Entry einzeichne. Ja, zum Beispiel hier in dem Fall eine Support. Weil der Markt diese Zone angetestet hat, also angelaufen ist, und ich davon ausgehe, wenn er diesen Preisbereich wieder berührt, wahrscheinlich in die andere Richtung abprallt. Ja? Wie entsteht jetzt diese Support Resistance? Warum weiß ich, dass da eine Support Resistance ist? Ja, woran sehe ich das? Man sieht es daran, dass der Markt häufiger genau dasselbe Preislevel anläuft. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal hier eine Zone ziehe, sehe ich, ich kann das sogar noch weiter ziehen, sehe ich, dass der Markt häufiger einmal gegen die Zone gelaufen ist, nochmal gegen die Zone gelaufen ist, nochmal dagegen gelaufen ist, sie gebrochen hat, ja, er hat durch die Decke geschlagen, kam durch, ist durchgekrabbelt, benutzt ihn jetzt als Boden, hat ihn wieder als Boden benutzt, hat ihn wieder als Boden benutzt, wieder als Boden benutzt, ist dann nach unten durchgebrochen, weil er zu oft auf den Boden getrampelt ist, hat ihn wieder als Decke benutzt, wieder als Decke benutzt, wieder als Decke benutzt, immer so weiter. Ja, so erkennst du, dass hier eine Support und Resistance herrscht, weil dieser Preisbereich häufiger offensichtlich angelaufen wurde. Luan, ja, man kann durch den Boden, man kann im Prinzip in beide Richtungen, man kann von oben nach unten, man kann aber auch von unten nach oben. Ja, so erkenne ich eine Support und Resistance. Also um die Zone bildet sich der Markt. Kann man so sagen, aber der Markt bewegt sich jetzt nicht nur nach den Zonen. Diese Zonen sind einfach nur Bereiche im Markt, wo der Markt gerne dreht. So würde ich es festsetzen. Wie entstehen diese Zonen jetzt? Diese Zonen entstehen, weil Menschen dasselbe sehen. Wir alle sehen jetzt diese Punkte hier, wo sich der Markt aufhält, wo der Markt abgebreitet ist. Und wenn ich jetzt hier hingehe, ja, ich lasse mal mein Premium ein bisschen spielen, wenn wir jetzt hier an dem Punkt sehen und wir sehen alle das Gleiche, 400.000 Leute sehen dasselbe und sehen, der Markt hat hier häufiger angetestet, werden wir denken, wenn der Markt nochmal hier oben hinläuft, wird er umdrehen. Das ist der Gedankengang. Das heißt, was passiert, oh, jetzt habe ich vielleicht viel zurückgesetzt, egal, lassen wir einfach mal ein bisschen laufen, hier nochmal einen Stundenchart, dann geht das vielleicht ein bisschen schneller, sehen wir, dass der Markt, wenn er da hochkommt, hier, wieder an dieser Zone abprallt und dreht, weil wir alle dasselbe gesehen haben. Das heißt, hier unten bei unserem Harmonics kann es sein, dass wir vorher hier eine Zone hatten. Das heißt, der Markt hat hier häufiger einfach mal diese Zone angetestet. So. Wenn ich hier jetzt mal langziehe, haben wir eine Zone. Das heißt, wir haben jetzt den Harmonics als Bestätigung, wir haben den Fibchen als Bestätigung, wir haben die Divergenz als Bestätigung, wir haben eine Support Resistance als Bestätigung. Ja, ihr merkt schon, es werden sehr viele Bestätigungen. Nach wie vielen Anläufen kann man denken, dass er durchbricht? Also, eine Support Resistance bildet sich mit den ersten zwei Berührungen auf demselben Preislevel. Ja, also das heißt nicht auf demselben Pip, aber im selben Preisbereich. Die dritte Berührung ist die stärkste Berührung, die ist die sicherste. Und ab der vierten Berührung wird es immer wahrscheinlicher, dass die Zone gebrochen wird. Ja, das heißt, die ersten zwei bilden die Zone, die dritte Berührung ist die stärkste und ab der vierten ist es wahrscheinlicher oder wird es immer wahrscheinlicher mit jeder Berührung, dass diese Zone irgendwann nicht mehr standhält. Ja, das heißt, wir haben hier unsere schöne Zone als nächste Bestätigung. Was können wir noch machen? Was wir noch machen können, ist das Tool Fibonacci nutzen. Das Fibonacci-Tool, das ist nämlich das Tool hier, ja, mit diesen ganzen Zahlen, das können wir auch nutzen. Und zwar ist dieses Fibonacci-Tool ein Tool, womit wir im Prinzip vorausahnen können, wohin der Markt korrigiert. Ja, wichtig, korrigiert. Das heißt, wenn wir einen Markt haben und er fängt hier unten an und er bewegt sich nach hier oben, können wir unser Fibonacci-Tool nehmen,
setzen es am Anfang der Bewegung an, ziehen es bis zum Ende der Bewegung und wir können sagen, okay, er wird irgendwo auf diesen Prozenten landen. Was sind jetzt diese Prozente? Diese Prozente geben mir an, wie viel Prozent des Impulses korrigiert wurde. Diese 50% hier sagen mir, dass das hier, wo es jetzt ist, wo die Linie jetzt ist, 50% von dieser ganzen Bewegung ist. Es gibt verschiedene Level, die sehr gerne angetestet werden, die sehr häufig angelaufen werden, weil wir Menschen dasselbe denken. Die meisten Menschen, die Fibonacci benutzen, wissen, ich habe es mir markiert, dass das 61,8er Level, also 61,8%, das, ich sag mal, das sicherste oder das meist angelaufene Fibonacci-Level ist. Ja, das heißt, wir können davon ausgehen, dass wenn der Markt in die Korrekturphase übergeht und runterläuft, der Markt bis hier unten hinläuft, bis er wieder hochläuft. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel das Level 50 drin, 61,8, 71, 78,6, 88,6. Das sind verschiedene Level, die werden alle mal angetestet, aber das 61,8er nennt man auch gerne das goldene Level, wird am häufigsten angetestet und ist im Prinzip das sicherste Level, was du nutzen kannst. Weil viele Menschen genau dasselbe denken. Wenn alle Menschen denken würden, das 71er Level ist das Beste, würde der Markt auch bis zum 71er Level laufen und von dort aus drehen. Ja, versteht ihr, was ich meine? Weil wir Menschen dasselbe denken, weil wir alle wissen, das 61,8er Level ist das beste Level, in dem das Beste. So, wie können wir das jetzt für uns nutzen? Wir können hergehen zu unseren Harmonics und können sehen, wenn wir hier einen Impuls haben und eine Korrektur, können wir unser Fibonacci-Tool nehmen, es ansetzen und sagen, okay, komm, wir machen nochmal, dass es passt. Wenn der Markt hier auf dem 61,8er Level läuft, nehmen wir den Markt mit, nehmen wir den Trade mit. Das heißt, wir haben, Moment, 61,8er Level ist die häufigste Zahl in der Natur. Genau das ist es. 61,8er Level ist die häufigste Zahl in der Natur. Es gibt verschiedene Beispiele. Es ist nicht nur im Trading so, es ist auf vielen Ebenen so, dass die Zahl 61,8 die meist, ich sag mal, aufkommende Zahl ist bei gewissen Sachen. Das heißt, wir können hergehen, wenn wir eine Impulsbewegung haben und eine Korrekturbewegung, wo sich der Harmonics dabei gebildet hat, können wir als Bestätigung uns ein paar Fibonacci-Level rausziehen. Hier sieht man zum Beispiel, dass vom Anfang des Impulses, ja, hier unten, nach hier oben zum Höchstpunkt, dass der Markt bis hier runter korrigiert hat. Das heißt, der Markt hat 61,8% von dieser großen Bewegung hier korrigiert. Ja? Damit haben wir eine weitere Bestätigung. Das heißt, wir haben jetzt einmal unseren Harmonics, wir haben unseren Fib-Kanal, wir haben unsere Divergenz, wir haben unsere Support-Resistance, wir haben unser Fibonacci. Wo stelle ich das nochmal ein, also diesen Fibonacci? Den Fibonacci findet ihr hier links in der Toolbar. Da werdet ihr, müsst ihr hier über den Pinguin, den ich hier habe, auf diese Liste gehen und dann werdet ihr, hier oben, das dritte von oben, geht ihr hier drauf und seht hier den Fib-Retracement. Da könnt ihr ihn auswählen und er wird erstmal komisch aussehen. Bei den Einstellungen könnt ihr euch das dann einstellen, wie ihr möchtet. Das ist für jeden selbst, wie jeder möchte. Ihr könnt den Hintergrund an- oder ausmachen, das ist jedem selbst überlassen. Also das muss ich jetzt nicht durchgehen, das ist, ich sag mal, so wie jeder möchte. Das dazu. So, das heißt, wir haben jetzt super viele Bestätigungen. Was wir noch haben, ist Imbalance. Jetzt kommt das Thema Smart Money ein bisschen ins Spiel. Ja, für die Smart Money kennen, jetzt kommt das Thema Smart Money ins Spiel. Es ist im Markt so, dass er sich immer in fairen Preisen aufhalten will und immer einen fairen Handel für jeden ermöglichen will. Ja, schreibt euch das auf, der Markt will immer einen fairen Preis und der Markt will immer einen fairen Handel für alle. Ja, das heißt, fairer Preis für alle, fairer Handel für alle. So, ich warte, dass die Leute fertig geschrieben haben und dann gehen wir weiter. So. Kannst du am Ende bitte alle Bestätigungen nochmal zusammenzählen? Natürlich, das mache ich am Ende alles. Ich fasse alle am Ende fasse ich nochmal alles zusammen, was wir hier machen. Das wird nämlich noch ein bisschen weitergehen. Eventuell wird die Session auch etwas länger gehen. Okay. So,
Das heißt, wir wissen, der Markt will immer einen fairen Preis und der Markt will immer einen fairen Handel für alle. So, wir alle kennen diese ganzen Candles hier, ja, diese ganzen Kerzen, die sich immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter bewegen und so weiter und so fort. Es gibt aber immer wieder Imbalances im Markt, das heißt Ungleichgewichten im Markt. Wie erkennen wir die? Wie erkennen wir die offensichtlichen? Und zwar erkennen wir die daran, dass der Markt eine große Bewegung in eine Richtung im Prinzip ausführt, wie zum Beispiel hier. Ihr seht die Kerzen, was für eine Größe sie haben und ihr seht, was für eine Größe die rote Kerze hier hat. Diese rote Kerze ist eine Imbalance. Warum ist sie eine Imbalance? Und zwar zum einen, weil der Markt keinen fairen Handel für alle bringt. Und zwar müsst ihr euch so vorstellen, zu jeder Pipette wird eine Order ausgeführt. Zu jeder Pipette kauft und verkauft jemand. Wenn also zum Beispiel innerhalb von 2 Minuten hier eine Candle runterdonnert, haben nicht genug Leute die Zeit gehabt, zu jedem Preis ein- und zu verkaufen. Das heißt, wir haben eine Lücke im Markt, wo wir keinen Handel haben. Und das mag der Markt nicht. Das heißt, wir haben hier einmal keinen fairen Handel. Wir haben einmal, so, wir haben keinen fairen Handel. Wir haben ein Ungleichgewicht zwischen, nochmal so, und B&S mache ich jetzt nochmal, zwischen Buyers, also Käufern, und Sellers, Verkäufern. Wir haben ein Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern. Ja, denn diese riesenrote Candle beinhaltet hauptsächlich nur Personen, die verkauft haben. Nur Personen, die verkauft haben. Wir wollen aber, dass ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Parteien herrscht. Nach einem Wochenende hast du eine Gap. Das ist was anderes hier. Das heißt, der Markt hat keinen fairen Handel für alle Personen, die traden. Der Markt hat ein Ungleichgewicht zwischen Verkäufern und Käufern. Es muss immer ein Gleichgewicht sein. Natürlich muss eine Partei stärker sein, sonst würde sich der Markt nicht bewegen. Aber wir wollen zum Beispiel nicht, dass es 95 Verkäufer gibt und 5 Käufer. Das will der Markt nicht. Ja, das heißt, wir haben die beiden Sachen. Und zum anderen haben wir, dass der Algorithmus oder dass Ticks übersprungen werden. Der Markt läuft auch nach einem Algorithmus. Und dieser Algorithmus läuft nach so Ticks. Das heißt, Tick, 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 Tick. Ja? Das heißt zum Beispiel, ich sage es mal, jede halbe Sekunde kommt so ein Tick. Und wenn so eine starke Marktbewegung ausgeführt wird, werden solche Ticks übersprungen. Das heißt, Algorithmus, ich hoffe, man schreibt so, Rhythmus wird übersprungen. Diese Ticks werden übersprungen. Und diese Ticks will der Markt auch ausfüllen. Jetzt haben wir diese 3 Punkte. Was bringt mir das jetzt? Mir bringt das eine wichtige Sache, und zwar, der Markt wird irgendwann nochmal zurücklaufen, um diese Kerze auszugleichen. So, das heißt, wir haben hier eine Riesenkerze, die nach unten läuft, und es wird mit großer Wahrscheinlichkeit passieren, dass der Markt zurückläuft, um diese Leere hier, diese ganzen Ticks, die übersprungen werden, die ganzen Handel, die übersprungen werden, und dieses ganze Ungleichgewicht zu füllen, auszugleichen. Ja, das sehen wir zum Beispiel hier. Die Kerze ist runtergeschossen und der Markt ist nochmal hochgelaufen, ja, innerhalb von mehreren Stunden und hat diese Kerze wieder ausgeglichen. Nachdem diese Kerze ausgeglichen wurde, macht der Markt wieder, was er möchte. Ja, aber er wird wahrscheinlich nochmal in die Richtung laufen. Ausgeglichen gilt die Kerze erst dann, wenn sie zur Hälfte, also zu 50%, ich sag mal, erreicht wurde, ausgeglichen wurde. So, ich sehe, es kam gerade eine Frage. Auf welche Imbalance achtest du, wenn zum Beispiel im 4-Stunden-Chart, Stunden-Chart und 30-Minuten-Chart eine oder mehrere Imbalances sind? Auf die im höheren Timeframe. Im höheren Timeframe sind die Sachen nochmal um einiges relevanter als im kleineren Timeframe. Wie können wir das jetzt für uns nutzen? Ich gehe jetzt mal nochmal runter auf meinen Harmonics, den ich eingezeichnet habe. So, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Wenn ich also, ich mache das jetzt mal eben hier weg, dass es nicht so kompliziert aussieht. Wenn ich also sehe, dass ich hier oben irgendwo eine Imbalance habe und ich weiß, der Markt will sie ausgleichen, dann gehe ich stark davon aus, oder dann habe ich hier die zusätzliche Bestätigung, dass der Markt hochläuft. Warum? Weil er diese Imbalance hier ausgleichen möchte. Im Gegenfall, wenn ich sehe, dass die Imbalance unten ist, also in die Richtung, wo mein Stop-Loss liegt,
dann ist es wahrscheinlich, dass der Markt erstmal diese Imbalance hier ausgleicht und dann vielleicht in meine Richtung schießt. Aber bis dahin ist ja mein Trade schon raus. Bis dahin habe ich ja meinen Stop-Loss schon kassiert. Ja? Kommt da jeder mit, was ich hier gerade schwätze? Wenn ich einfach die Fragen reinschmeißen. Das heißt, wenn ich hier eine Imbalance hier unten habe, wie kann ich das für mich nutzen? Ich lasse den Trade einfach raus, weil ich die Bestätigung habe, dass der Markt wahrscheinlich darunter laufen wird, um das auszugleichen. Im Gegenzug habe ich eine Bestätigung, in den Markt einzusteigen, wenn er in der anderen Richtung liegt. Das heißt, wenn ich kaufen möchte und die Imbalance ist weiter oben. Ja? Ist das eine subjektive Ansicht? Wie groß muss die Candle ungefähr sein? Das ist keine subjektive Ansicht. Es ist so. Es ist so im Markt. Das ist nicht, wie jeder Mensch denkt, sondern es ist so. Also es ist ein großer Bestandteil vom Markt. Trendlinien zum Beispiel sind subjektiv. Trendlinien ist nur das, was du selber denkst. Sie sind nicht offiziell. Imbalances sind in dem Sinne offiziell. Weil Banken und so weiter zum Beispiel können diese Imbalance auslösen. So, was ist denn die Imbalance? Das ist das, was ich gerade alles erklärt hatte. Ist das im Kauf nicht eher ein Impuls? Ich verstehe die Frage nicht hier. Ist das im Kauf nicht eher ein Impuls? Also im Kauf, ach so, wahrscheinlich meinst du, wenn der Markt hochschießt, ob das nicht ein Impuls ist statt eine Imbalance. Es kann ein Impuls sein, aber eine Imbalance ist es trotzdem. Eine Imbalance ist es dann, wenn der Markt eine außerordentliche Bewegung in eine Richtung vollbringt, ja, wo du offensichtlich siehst, dass du kein Gleichgewicht hast. Ja, wie ich jetzt hier oben irgendwo hingemalt hatte. So, wenn ich jetzt nochmal gucke. Hingemalt habe ich es jetzt, doch, hier hatte ich irgendwo das Beispiel. Da, genau. Ist es dann egal, ob es Kauf oder Verkauf ist? Es ist egal. Du kannst praktisch auch im Seller Imbalance haben, dass der nach unten schießt, der Markt. Genau. Okay, ist dann auch kein Impuls, sondern eine Imbalance. Genau. Wenn die Imbalance unter der Support ist, ist dann die Support oder die Imbalance stärker? Das kannst du so nicht sagen, aber du weißt, dass der Markt irgendwann die Imbalance anläuft. Ob die Support standhält und der Markt erstmal hochläuft, das kann passieren. Aber du weißt natürlich nicht, wann es passiert, aber du weißt, dass es wahrscheinlich passieren wird. Ja, also es kann sein, dass deine Support standhält und der Markt so läuft, wie du es willst. Aber es kann passieren, dass der Markt durch die Zone einfach durchbricht, um diese Imbalance auszugleichen. Deswegen muss man immer selber aufpassen und gewichten, okay, habe ich genug Bestätigung, um da jetzt in den Trade zu gehen, dass ich die Imbalance, sage ich jetzt mal, nebenher weglassen kann. Okay. So, das heißt, wir sehen hier, dass die Imbalance stattgefunden hat, der Markt ist runtergerattert und hat sie nicht sofort ausgeglichen, sondern ist erstmal ein bisschen gelaufen, hat sich nach oben gearbeitet, hat sie ausgeglichen, ja, mehr als 50% und ist dann runtergerattert, ja. Wie heißt der Indikator, den du unten nutzt für RSI? RSI, das ist der Indikator und heißt Relative Strength Index. Ja? Also Relative Strength Index. So heißt er. So, somit haben wir einmal die Details des Harmonics, wir haben den RSI, wir haben die Marktstruktur, wir haben Support Resistance, wir haben Fibonacci, wir haben Imbalance. Und jetzt komme ich zu ein paar Beispielen, zu ein paar Trades, wo ich das alles so umgesetzt habe und was ich mir dabei gedacht habe, damit ihr so einen Einblick bekommt, was für Gedankengänge haben wir eigentlich. Wir zeichnen es ja nicht einfach so ein. Wir haben hier gewisse Gedankengänge dabei. Und dann werde ich euch noch zeigen, wie man den Stop-Loss, den Entry und den Take-Profit richtig definiert. Ja, das heißt, dass man einen eigenen macht. Ihr könnt den nutzen für den Harmonic-Scanner, ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr aber selber sagt, ihr möchtet auch einen eigenen haben, dann zeige ich euch jetzt nämlich gleich mal, wie man das richtig schön macht. So. Okay. Ich habe den hier rausgelöscht, wie es aussieht. Okay, oder? Habe ich den rausgelöscht? Ich habe den scheinbar rausgelöscht. Egal, dann nehme ich ein anderes Beispiel. Hier als Beispiel, wenn ich das mal wegmache und eben das hier wegmache, seht ihr, dass wir einen Abwärtstrend haben. Wir haben eine Abwärtsbewegung. Ich habe hier einen Harmonics gefunden und bin hergegangen, habe den Fib-Kanal eingezeichnet, ja, und habe hier schon gesehen, es passt nicht mit dem Punkt D. Also fehlt mir schon mal eine Bestätigung. Dann bin ich hergegangen, habe mir eine Linie genommen. So, machen wir mal die Trendlinie. Wir haben X zu D, läuft nach unten. Und hier in dem Fall haben wir X.
So, zu D läuft nach oben. Wir haben Divergenz. Wir haben eine Bestätigung, dass es passt. Dann bin ich hergegangen und habe gesagt, okay, ich habe hier jetzt mein Harmonix. Hat der Markt einen Grund, jetzt zu drehen? Der Markt dreht nicht einfach, weil da ein Harmonix ist. Der Markt dreht, weil er zum Beispiel von etwas abgehalten wird oder einfach ein Level erreicht hat, wo es ihm reicht und drehen möchte. Das heißt, ich bin hergegangen und habe gesagt, okay, sehe ich hier irgendwo eine Zone? Ja, wenn ich das mal alles rauslösche, bin ich hergegangen und habe gesehen, okay, ich habe hier einen Preisbereich, den der Markt des Häufigeren angelaufen hat. Der Markt ist hier runtergelaufen, abgeprallt. Runtergelaufen, abgeprallt. Durchbrochen, von unten angelaufen, abgeprallt. Angelaufen, abgeprallt. So, was jetzt passiert ist, ist, dass ich diese Bewegung hier, ich hätte ihn natürlich hier oben mitnehmen können oder hier unten, hätte aber nicht gepasst, weil ich es nicht gesehen habe. Ja, das heißt, ich bin hergegangen, habe gesehen, dass ich hier unten war, das war mir ein bisschen zu spät. Warum war es mir zu spät? Jetzt kommen diese Hintergedanken, jetzt kommt dieser Gedankengang. Wenn ich hier einen Trade gesetzt hätte, hätte ich einen riesen Stop-Loss. Wenn ich meinen Take-Profit bis C ziehe, wie es meistens so ist, hätte ich einen riesen Stop-Loss und ein Chancen-Risiko-Verhältnis von fast nur 1. Für mich persönlich ist es einfach nicht das Risiko wert. Das heißt, ich bin hingegangen, habe gesagt, okay, ich erwarte, dass der Markt nochmal hochläuft und die Zone nochmal antestet. Wenn nicht, wenn er weitergelaufen wäre, wäre es so gewesen. Ich habe aber gesagt, ich möchte einen schöneren Entry, ich möchte einen schöneren Einstieg, damit ich einen kleineren Stop-Loss habe. Was ist passiert? Der Markt ist hier in diesen FIP-Kanal gelaufen, diese Zone, ist abgeprallt, hat meine Zone nochmal angetestet, ist nach unten geschossen und hat dann, ja, jetzt kommt Fibonacci ins Spiel, so, hat einen Impuls nach oben gegeben. Ich habe mein Fibonacci gezogen und hat hier auf dem 61,8er Level nochmal reagiert. Woran sehe ich, dass er reagiert hat? Ich sehe es daran, dass der Markt dieses Level angelaufen hat, die Zone sogar nochmal angelaufen hat und im Prinzip weggedrückt wurde. Ja, man sieht hier die großen grünen Candles. Die Candles, nichts hat sie aufgehalten und hier sieht man eine schöne Candle, ich würde sogar fast Doji dazu sagen. Man sieht, der Markt wollte hoch, wurde runtergedrückt, hat es nicht geschafft. Dann kam eine weitere Candle, die runtergedrückt wurde. Das heißt, ich habe hier meine Bestätigung, dass der Markt nicht höher kann. Ich sehe, der Markt kann nicht höher. Er hat keine Kraft, um höher zu kommen. Was macht der Markt, wenn er nicht hoch kann? Er läuft runter. Das heißt, ich bin hergegangen, habe hier meine Entry gesetzt, als die Candle geschlossen hat, konnte meinen Stop-Loss schön runterziehen. So, machen wir bis C. Konnte meinen Stop-Loss hier schön über die Zone ziehen, entweder über die Zone oder über das vorige High. Ich habe sie aber über die Zone gezogen. Warum habe ich es über die Zone gezogen? Warum habe ich es nicht über das High gesetzt? Ganz einfach deswegen, weil der Markt ein neues Lower High gebildet hat. Jetzt kommen wir zum Thema Marktstruktur, was ich vorhin gesagt habe. Der Markt hat ein neues Lower High gebildet. Ja, wenn ich hier nochmal den Text mache, haben wir hier ein High, einen Hochpunkt im Markt. Wir haben ein Lower Low. Warum haben wir ein Lower Low? Weil dieser Tiefpunkt hier höher ist als dieser. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so erkennt ihr einen Trendwechsel, so erkennt ihr, dass der Markt sich dreht. Der Markt hat sich ja hier hochgearbeitet, ja, ein Low, ein High, ein Higher Low, ein Higher High, ein Higher Low, ein Higher High, ein Higher Low, ein Higher High. Dann hat der Markt angefangen, das Low zu brechen, also ein Lower Low zu machen und mir als feste zweite Bestätigung, also letzte Bestätigung, ein Lower High zu geben. Der Markt hat das High hier nicht gebrochen, sondern ein tieferes High gebracht. Das sagt mir, dass zu einem der Trend wechselt, weil der Markt hier nicht durchkommt, weil der Markt kein neues High gebildet hat. Und zum anderen habe ich mein Fibonacci als Bestätigung gehabt, was mir gesagt hat, du bist auf dem 61,8er Level, ich drehe jetzt, ja, man kann eine Frage rein, ist bei dem LL nicht Resistance? Das hast du sogar richtig gut gesehen, hier ist eine Resistance. Und gleich kommen wir noch zu einem weiteren Knackpunkt, was auch wichtig ist. Ich zeichne sie schon mal ein. Somit habe ich einmal die Zone als Bestätigung. Ich habe mein Fibonacci als Bestätigung. Ich habe einen Candlestick-Pattern, wenn man so möchte. Ich habe eine Doji. Ja. Und ich kann dann hergehen, mein Trade nehmen, hinsetzen, Stop-Loss über das High hier setzen, ja, und kann es schön runterziehen.
Jetzt habe ich aus einem Einsatz CRV nur mit Geduld, was ich auch beim Fundament am ersten Tag gesagt habe, Geduld. Ich habe nur mit Geduld aus einem Einsatz CRV ein fast 4er CRV gemacht, weil ich gewartet habe. Ich wurde nicht gierig, ich wurde nicht ungeduldig, ich habe gewartet. So, jetzt hast du gesagt, wir haben hier doch eine eine Support. Ja, das stimmt. Einfach eine Frage an euch. Was würdet ihr machen, wenn ihr seht, dass ihr hier eine starke Resistance habt, wo der Markt eventuell drauf abprallen könnte und drehen könnte? Was würdet ihr machen mit dem Trade? Schreibt das mal rein, für die, die es wissen. Was würdet ihr jetzt machen, wenn der Markt hier runtergelaufen ist und ihr seht, scheiße, ich habe da eine Zone? TP1 hinsetzen. Wir können da einmal einen TP1 hinsetzen. Oder Teilprofite, ja. Wir können auch noch etwas tun, damit ihr den Profit weiterlaufen wollt. Ja, genau, Julian. Stop-Loss nachziehen. In dem Moment, wo der Markt diese Zone hier anläuft und die Möglichkeit besteht, dass er jetzt gegen mich dreht, dass er sich gegen mich wendet, ziehe ich den Stop-Loss in den Profit. Das heißt, mein Stop-Loss, wo der Markt mich rausschmeißt, ist jetzt ein Profit. Das heißt, egal was passiert, entweder mache ich richtig Profit oder ich mache einfach ein bisschen Profit. Aber ich kann nichts mehr verlieren. Andere Möglichkeit ist, wie es reingeschrieben wurde, ich kann meinen ersten Take-Profit hinsetzen. Ja, das heißt, ich gebe es dahin in den Trade und lasse nebenbei einen weiteren laufen. Dann habe ich schon mal einmal einen Profit. Oder ich gehe hin und ziehe mir einfach zum Beispiel die Hälfte aus dem Trade raus. Und ich sage, okay, ich nehme jetzt 50% aus dem Trade raus. Das sind die Möglichkeiten. Ja, was ist mit dem Markt passiert? Der ist hier volle Kanne abgeschmiert. Ja, volle Kanne abgeschmiert. Das heißt, wir hätten theoretisch, ja, wir machen das einfach aus Spaß. Wir hätten theoretisch die ganze Bewegung mitgenommen. Nur mit diesem Setup, mit den Regeln, die wir jetzt beachtet haben, mit allem, was ich euch gezeigt habe, hätten wir theoretisch das 10,7-fache gewinnen können. Hätten wir ein Tausender gesetzt, als Beispiel, könnt ihr euch auch ausrechnen, was ihr mit das 10,7-fache hättet machen können. Ja, nur mal so als Demonstration. So. Jetzt habe ich ja hier ein bisschen was schon geschwätzt, dass den Stop-Loss übers High, den Take-Profit dahin und so weiter und so fort. Wie definiere ich das jetzt? Wie finde ich heraus, wo ich meinen Stop-Loss setzen kann? Wie finde ich heraus, wo ich meinen Take-Profit hinsetzen kann? Ja, wie ich den Entry jetzt definiert habe, habe ich euch jetzt gezeigt. Ja, indem ich gesagt habe, okay, ich möchte, dass der Markt eine Zone nochmal anläuft. Ich habe einen Candlestick-Pattern. Für die nicht wissen, was ein Candlestick-Pattern ist, das wird in Manny's Bootcamp nochmal erklärt. Das würde jetzt in den Rahmen springen, wenn ich das noch erklären würde. Ja, das heißt, ich habe Unmengen an Bestätigungen, die mir gesagt haben, der Markt möchte in meine Richtung laufen. So habe ich mein Entry definiert. Wie definiere ich jetzt mein Stop-Loss? Wie definiere ich mein Take-Profit? Mein Stop-Loss kann ich ganz einfach definieren, indem ich sage, okay, ich setze ihn zum Beispiel über ein vorheriges High, wie zum Beispiel hier, weil ich davon ausgehe, dass wenn der Markt mein Stop-Loss treffen sollte, der Markt höchstwahrscheinlich auch weiterläuft, weil er ein neues High bilden möchte. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn der Markt hier hinkommt, die Zone bricht, gehe ich davon aus, dass wenn er mich schon in den Stop-Loss schießt, auch wahrscheinlich weiterläuft. Das heißt, in dem Moment hätte ich meinen Stop-Loss auch hier oben haben können, das hätte mir nichts gebracht. Ja? Wenn der Markt kein neues High machen möchte, aber halt einfach noch ein bisschen weiterlaufen möchte, das heißt, er läuft hier in die Zone rein, möchte aber kein neues High machen und runterläuft, dann habe ich meinen Stop-Loss hoch genug gehabt, dass er mich nicht rausschmeißt. Ja, das ist eine Variante. Ich schreibe das auch alles hin. Wonach kann ich den Stop-Loss definieren? Erstens, vorherige Highs oder Lows. Ja, das ist unser erster Punkt, wonach wir unseren Stop-Loss definieren können. Was wir noch machen können, ist unseren Stop-Loss über eine Zone setzen, wie wir sie hier haben. Ja, das heißt, ich setze meinen Stop-Loss hier über die Zone. Warum? Weil ich davon ausgehe, dass der Markt diese Zone annimmt. Wenn er es nicht tun sollte und die Zone bricht, wird er wahrscheinlich weiterlaufen. Ja, mit dem Hintergedanken immer. Wenn er mich in den Stop-Loss auslöst, wenn er die Zone bricht, wird er die Zone wahrscheinlich retesten und einfach weiterlaufen. Da wird mir auch kein anderes Stop-Loss was bringen. Das heißt, wir haben vorherige Highs oder Lows. Wir haben Zonen, das heißt Support, Resistance. So. Wir haben noch etwas Schönes, und zwar suche ich jetzt gewisse Zahlen. Kann mir jemand gewisse Level
in den Chat schreiben, wo der Marc gerne reagiert. Und zwar fängt das Wort mit B an. Julian schreibt schon direkt die Zahlen rein. Nicht mal das Wort, sondern schreibt direkt die Zahlen rein. Heißt es dann, den SL immer höher setzen? Der SL sollte immer an einem Punkt sein, wo du sagst, okay, ich gehe davon aus, dass der Marc nicht dorthin kommt, und sollte er dorthin kommen, dann wird er wahrscheinlich auch weiterlaufen. Also der SL, wenn du für einen Sell gehst, muss dein Stop-Loss natürlich höher sein als dein Entry. Wenn du für einen Buy gehst, muss dein Stop-Loss tiefer sein als dein Entry. So, Julian hat schon die Zahlen reingeschrieben. 000 von Daniel, Jane, Bankenlevel, Flo, Bankenlevel. Richtig. Die dritte Möglichkeit. Bankenlevel. So, ich schreibe es gerade auch wohin. 000, 200, 500, 800 und wieder 000. So. Psychologische Bankenzahlen. Ja, genau so ist es. Was sind jetzt diese Bankenlevel? Bankenlevel sind Preisbereiche, also Preiszonen. Ihr seht hier zum Beispiel 089-200, 089-500, dann kommt hier 089-800 und irgendwann 000. Das sind Bereiche, wo die Banken oder wo im Prinzip gerne Volumen in den Markt kommt, wo große Marktbewegungen stattfinden. Deswegen sind das Bankenlevel, weil gerne Banken auch ihr Volumen, sage ich jetzt mal, auf diesen Leveln mit reinbringen. Und oft ist es so, dass dann eben auf diesen Leveln der Markt stark in eine andere Richtung reagiert. Es kann sein, dass der Markt für euch reagiert auf dem Level. Es kann aber auch sein, dass der Markt gegen euch reagiert. Das heißt, es kann sein, dass der Markt hier jetzt runterläuft, hier auf das 500er Banklevel kommt und einfach noch weiter runterschießt, weil das Volumen reinkommt. Kann passieren. Aber wir haben, ich sag mal, eine teilweise Sicherheit, dass der Markt reagiert, und eventuell reagiert er für uns in unsere Richtung. Ja, das heißt, wir haben vorige Highs oder Lows. Das wären dann natürlich hier zum Beispiel diese Punkte hier. So. Wir haben Zonen, Support, Resistance. Ja, das wäre diese Zone. Wir haben Bankenlevel. Das heißt, jetzt zum Beispiel, wenn ich mein Stop-Loss jetzt hier mal richtig mache, ich setze mal genau auf dem Bankenlevel, einfach mal, um es zu zeigen. Hätten wir hier zum Beispiel hier das Nuller Bankenlevel. Ihr seht, der Preis 089000. Wir setzen den Stop-Loss aber immer ein paar Pips über oder unter das Bankenlevel, weil der Markt ja meistens zum Beispiel genau auf diesem Level reagiert, und wäre ja unsinnig, wenn ihr euren Stop-Loss genau auf diesem Level habt, der Markt darauf reagiert, der aber ausgestoppt wurde. Ist es noch immer so mit dem Banklevel? Die wissen ja auch, wie der Markt da reagiert. Es ist immer so. Das bleibt auch so. Es ist immer dasselbe. Es wird sich auch nicht verändern. Das heißt, wir setzen unseren Stop-Loss zum Beispiel 10 Pips drüber. Das heißt, der Markt kann hier ein bisschen rumdümpeln und hier reagieren und dann in unsere Richtung schießen. So, jetzt haben wir drei Methoden. Was haben wir noch? Wer kann mir sagen, was haben wir noch für eine Möglichkeit, unseren Stop-Loss zu definieren? Lass mich jetzt nicht hängen. Lass mich nicht hängen. Fibonacci, da ist es. Was ist, wenn der Markt durch deinen Stop-Loss geht? Ist man dann raus? Ja, wenn der Markt deinen Stop-Loss trifft, wird dein Trade automatisch rausgeschmissen. Das ist dazu da, dass du einfach dein Kapital sicherst, dass du nicht zu viel verlierst. Das heißt, du setzt deinen Stop-Loss immer so, auch mit den Lots, dass du sagen kannst, okay, wenn der Markt diesen Bereich erreicht, habe ich so und so viel Geld verloren. Ja? Damit du dann am Ende nicht auf den Metatrader guckst und siehst, ja, okay, ich habe gerade einfach 50 Millionen Euro verloren, wird gesagt. So, Julian hat geschrieben, Fibonacci, richtig. Fibonacci. Wir können diese Fibonacci-Level natürlich auch als Support und als Support Resistance, als Stop-Loss nutzen. Wie können wir das machen? Wenn wir unseren Fibonacci hier haben, so, können wir hier hingehen und sagen, okay, wir wissen, der Markt reagiert eventuell oder wahrscheinlich auf dem 61,8er Level. Ja, können wir hingehen und sagen, okay, wenn ich sehe, dass der Markt dort reagiert, gehe ich davon oder kann ich meinen Stop-Loss hier und das 71er Level setzen und meinen Take-Profit hochziehen, weil ich davon ausgehe, dass der Markt auf diesem Level reagiert. Das heißt, ich kann meinen Stop-Loss drunter setzen und habe somit eine Absicherung, dass der Markt, wenn ans Minus läuft, auf diesem Level reagiert, um dann zu drehen. Ja? Und wieder natürlich kann ich sagen, okay, wenn der Markt sich doch entscheidet,
tiefer zu laufen und die ganzen Fibonacci-Level ignoriert, dann wird der Markt wahrscheinlich so oder so weiterlaufen. Also passt das, wie ich mein Stop-Loss gesetzt habe. Ja, das heißt, ich setze meinen Stop-Loss immer so, dass ich den Gedanken dann habe, okay, wenn er mich rausschmeißt, wenn er den Stop-Loss hittet, wird er wahrscheinlich auch weiter in diese Richtung laufen. Ja, dass ich dann am Ende, ich sage jetzt mal, kein blödes Gefühl habe und denke, boah, hätte ich denn doch einen Pip höher gesetzt oder sowas. Ja, das heißt, ich gehe immer davon aus, dass der Markt, wenn er meinen Stop-Loss hittet, auch weiterlaufen wird. Und wenn er hier unten irgendwo reagiert, dann bleibe ich im Markt drin und ich kann meinen Take-Profit noch erreichen. Ja? Das heißt, ich kann hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier meinen Stop-Loss über die Zone gesetzt, hier unten im Beispiel. Ich kann hergehen, mein Fibonacci nehmen, vom Hochpunkt bis zum Tiefpunkt ziehen und sagen, okay, wenn ich mal jetzt nah rangehe, ich setze meinen Stop-Loss über das 78,6er Level, über meine Zone, über das vorige High, über das Bankenlevel. Somit habe ich 4 Bestätigungen, dass mein Stop-Loss dort richtig gut sitzt. Ja, ich habe 4 Bestätigungen, dass der Stop-Loss richtig gut sitzt. Und das machen wir auch einfach aus dem Grund, ja, es gibt Leute, das ist oft auf Instagram so, die Instagram-Gurus, die hier so einen Stop-Loss setzen und sagen, oh, hier, guck mal, 18er CRV, machen wir mal, oh, 45er CRV. Das ist Bullshit. Ja, also glaubt so Instagram-Zeugs nicht, wo die Leute einen Stop-Loss von 3 Pips haben, sondern setzt es wirklich nach Logik und nach dem, was ihr seht. Ja, wirklich nach Logik und dem, was ihr seht. So könnt ihr ein optimales CRV rausholen. Jetzt haben wir unsere Stop-Loss, wenn ich das mir runterziehe. Wie definiere ich jetzt mein Take-Profit? Den Take-Profit definiert ihr immer so, dass ihr den Gedankengang habt, okay, wenn er bis dahin läuft, wenn er diesen Punkt erreicht, dreht er wahrscheinlich wieder. Was meine ich damit? Wenn ich hier meinen Take-Profit nehme, ziehe ich den nicht einfach irgendwo runter und sage, okay, ich hoffe, dass er da runterkommt, ja, sondern ich gucke mir den Markt an, wenn ich das mal weglösche, und sage, okay, ich habe hier eine Support. Der Markt könnte eventuell auf dieser Support drehen. Was kann ich also machen? Ich kann hingehen, meinen Trade nehmen, wenn ich hier oben einsteige, und sagen, okay, ich gehe davon aus, dass wenn der Markt diesen Preis erreicht, dass er eventuell dreht. Also will ich vorher meinen Take-Profit erreicht haben. Also setze ich meinen Take-Profit dahin. Ja? Wenn ihr nämlich Take-Profit setzt nach gut Glück und ich hoffe, der kommt da runter, ohne Sinn und Zweck, kann das natürlich passieren, dass er hier runterläuft und dann einfach auf diese Zone reagiert und futsch ist er da oben und stoppt euch aus, wenn ihr nicht nachgezogen habt. Ja? Und das braucht ihr nicht. Das heißt, Take-Profits nach Zonen setzen. Take-Profits kann man auch bei vorherigen Highs und Lows setzen. In dem Falle wäre das hier sogar gewesen. Das hier sind zum Beispiel 2 Lows und es ist zeitgleich eine Zone. Das heißt, ich habe mein Take-Profit hier auf ein vorheriges High, auf ein vorheriges Low gesetzt, auf eine Support. Ich habe hier, wenn ich mal ein bisschen höher gehe, das 500er Bankenlevel. Ja, wir wissen, bei den Zahlen 000, 200, 500, 800 kommt viel Volumen im Markt und der Markt kann in eine Richtung schießen. Das heißt, ich habe meine Lows, ich habe meine Support, ich habe mein 500er Bankenlevel. Und wenn wir jetzt hier ein Fibonacci setzen könnten, was jetzt leider nicht der Fall ist, können wir auch noch Fibonacci-Level als, ich sag mal, Bereich nehmen, wo wir unseren Take-Profit hinsetzen. So. Also lieber dann über 500 setzen. Genau, vielleicht mal ein Pip über 500 setzen. Wenn du nämlich zum Beispiel bei einem Sell dein Take-Profit auf 480 setzt, dein Markt aber bei 500 reagiert, aber in die falsche Richtung, wirst du nicht in den Take-Profit ausgelöst, sondern der Markt schießt gerade gegen dich. Also lieber in die Richtung setzen, von wo der Markt kommt. So kann man sich es merken. Das heißt, vielleicht erkennt ihr es, alles, was ihr für den SL nutzt, um ihn zu definieren, könnt ihr auch für euren Take-Profit nutzen. Wir haben vorhin auch über Imbalance geredet. Imbalances könnt ihr genauso als Stop-Loss oder als Take-Profit definieren. Warum? Wenn ich hier oben eine Imbalance habe und ich weiß, diese Imbalance soll bis 50% korrigiert werden, kann ich hergehen und sagen, ich setze mein Stop-Loss zum Beispiel auf 70% der Kerze. Ja, weil ich weiß, wenn der Markt diese Imbalance korrigiert, wahrscheinlich korrigiert er sie nur bis 50%. Das heißt, wenn er hier oben reagiert, bleibe ich im Trade drin. Andersrum genauso könnt ihr das für den Take-Profit machen. Wenn ihr hier unten eine Imbalance habt,
könnt ihr hergehen und sagen, okay, ich erwarte, dass der Markt, wenn er hier runterkommt, bis zur Imbalance, 7-50% reagiert und dann vielleicht dreht. Ja, genau dasselbe. Das heißt, wir haben hier nicht nur SL definieren, wir haben hier SL und TP definieren. Und wir schreiben gerade die Imbalance mit dazu. So. Das ist eigentlich erstmal das Grundprinzip, wie alles aufgebaut ist, wie wir traden. Ja, das hat jetzt natürlich über eine Stunde gedauert. Je mehr Übung ihr aber habt, desto schneller geht's. Also, um das einzuzeichnen, um das Ganze zu sehen, brauchen Janik ich vielleicht jetzt mal 2-3 Minuten. Aber das kommt mit der Übung. Es ist auch kein Zeitbattle und sagt, oh nee, ich muss es aber jetzt in 10 Minuten schaffen. Lasst euch Zeit. Lasst euch so viel Zeit, dass ihr hundertprozentig sicher seid, dass es stimmt, was ihr da eingemalt habt. Nur weil wir jetzt vielleicht 3 Minuten brauchen, heißt es nicht, dass es besser ist, was wir eingezeichnet haben. Das heißt nur, dass wir uns sicher sind, was wir in diesen 3 Minuten eingezeichnet haben. Ja? Nicht auf Zeitdruck arbeiten, nicht auf Trade-Druck arbeiten, oh, ich muss den Trade jetzt aber eingehen. Habt auch nicht diese Sorge, oh scheiße, vielleicht läuft er mir jetzt weg. Ja? Kann man den TP und den SL immer live ändern? Ja. Du kannst den Take-Profit und den Stop-Loss immer ändern, wann du willst. Außer natürlich am Wochenende. Da geht es natürlich nicht. Aber unter der Woche, wann du willst, kannst du den ändern. Du kannst ihn rausnehmen, du kannst den Take-Profit ändern, du kannst den Stop-Loss ändern. Du kannst alles machen, wie du willst. Dein Entry bleibt natürlich immer gleich. So. Das wäre jetzt im Prinzip anhand dieses Beispiels gezeigt. Ich habe jetzt auch noch ein kleines anderes Beispiel. Ich mache jetzt auch nur noch das, weil wir jetzt sonst nämlich den Rahmen sprengen. Das heißt eigentlich dann, ich kann meinen Verlust minimieren, wenn ich es live ernannte. Genau. Wenn der Markt eine gewisse Zeit gelaufen ist oder vielleicht hier bis zu einer gewissen Zone gelaufen ist, kannst du den Stop-Loss minimieren, kleiner setzen oder komplett rausnehmen. Dann bist du auf der safen Seite. Januk, ich mache das zum Beispiel so, wenn der Markt eine gewisse Zeit gelaufen ist, aber nicht unseren Take-Profit 1 gehittet hat, ziehen wir den Stop-Loss nur ein bisschen runter auf einen sicheren Bereich, damit wir, falls er dreht, nicht mehr so viel verlieren können, wie wir eingestellt haben. In dem Moment, wo der Markt unseren Take-Profit 1 hittet, ziehen wir ihn Break-Even. Ja, das heißt, wenn der Markt weit genug weg ist, unser Ziel aber noch nicht erreicht hat, ziehen wir ihn ein bisschen nach, dass wir weniger verlieren können. Und wenn er den Take-Profit 1 erreicht hat, ziehen wir ihn komplett break-even. Natürlich haben wir dann noch andere Trades nebenbei laufen. Ja, wir setzen meistens 2 bis 3 Trades. Das heißt, wir gehen hier hin und haben meistens hier nochmal 2 weitere laufen. Und wenn der Markt dann zum Beispiel hier den Take-Profit 1 gehittet hat, ziehen wir hier break-even. Der hier ist ja raus, der ist weg. Die beiden lassen wir noch laufen. Und deine kann zum Beispiel bis hierhin gehen und den dritten, den lassen wir offen. So sieht es meistens bei uns aus. Was ist, wenn der Markt über den TP geht, sind wir dann raus. Wenn der Markt den Take-Profit hittet, wird der Trade automatisch mit dem Profit geschlossen, den ihr bei dem Preis erreicht habt. Wenn ihr bei dem Preis hier $568.36 gemacht habt, wird er mit dem Preis schließen. Wird er den Trade mit dem Profit schließen, weil er den Preis erreicht hat, den ihr eingestellt habt. Da kommt natürlich Risiko-Money-Management dazu, dass ihr euch das ausrechnet, aber das war zum Beispiel vorgestern beim Fundament wichtig. Und wenn ihr es noch nicht wisst, wie gesagt, gibt die ganzen Go-Lives, gibt die Academy-Videos, ist alles damit drin. Wird der Trade beim TP1 sofort geschlossen? Ja. Der Trade wird bei jedem Take-Profit, den ihr eingestellt habt, sofort geschlossen. Deswegen setzen wir meistens 3 Trades, 2 Stück mit einem Take-Profit, wo der Markt automatisch schließt und einen lassen wir offen und schließen ihn dann, wenn wir es für richtig halten. Das heißt, wir gehen dann nochmal einen Schritt weiter, suchen uns nochmal Zonen im Markt, nochmal Bereiche, gucken uns die Kerzen an und sagen, okay, der kann nicht weiter. Dann schließen wir ihn per Hand. Gibt es irgendwelche Fragen? Das hat jetzt vielleicht ein bisschen die Köpfe zum Rauchen gebracht, die Köpfe zum Explodieren gebracht. Aber ich kann euch versichern, ich kann euch beruhigen, das war noch gar nichts. Beruhigen, versichern. Nee, aber das geht natürlich viel intensiver, es geht viel mehr ins Detail, ist aber nicht nötig. Arbeitet ihr immer mit Harmonix oder zeichnest du auch so ein? So meinst du es. Wir traden einmal mit dem Scanner und wir traden auch mit eigener Analyse. Das heißt, wir zeichnen sie uns selber ein. In dem Falle zum Beispiel, wenn ich den drin habe, habe ich leider nicht mehr drin. Habe ich noch irgendwo einen drin? Doch, da ist er wieder. Den zum Beispiel, ja, wir zeichnen die auch selber ein. Ihr müsst es nicht so machen wie wir. Ich habe es euch jetzt nur gezeigt, wie wir es machen. Mhm. Ihr seht aber, wie sehr man das, ausbauen kann. Ja, man kann alles richtig schön ausbauen, man kann alles optimieren.
muss jeder für sich selber wissen, muss jeder für sich selber herausfinden, wie er es am besten kann. Verfeinern, ja. Genau. Dadurch natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, also die Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen, ne? Genau. So. Manche machen zum Beispiel, ich nenne jetzt mal den Namen Ensa, der arbeitet sehr gerne mit Elliott Waves, der arbeitet sehr viel mit Fibonacci, er macht das ein bisschen anders, aber letzten Endes ist es das Gleiche, nur dass wir auf andere Bestätigungen schauen. Aber hier seht ihr, wie weit man eigentlich eine Strategie verfeinern kann und wie viel es im Markt gibt, worauf man achten kann. Ich habe jetzt nur einen kleinen Bruchteil erklärt und es gibt so viel mehr im Markt. Deswegen kann ich euch sagen, sucht euch die Sachen raus, die euch interessieren und sucht euch die Sachen raus, die für euch notwendig sind. Macht nicht zu viel, ja, weil am Ende wisst ihr nicht, worauf ihr schauen sollt und am Ende wisst ihr auch gar nicht mehr, ob ihr kaufen oder verkaufen sollt. Aber damit ich das jetzt nicht so weit in die Länge ziehe, ja, wir haben schon 10 nach, würde ich sagen, beenden wir das hier. Hat mich gefreut, dass so viele da waren, hat mich gefreut, dass so viele Leute so lange am Start waren. Ich hoffe, ich habe das halbwegs klar erklärt. Ich muss das natürlich ein bisschen schneller machen, weil wir jetzt nicht über 3 Stunden hier sitzen können. Ja, und sonst würde ich sagen, ich wünsche jedem von euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, euer Kopf raucht. Ich hoffe, ihr habt euch Notizen gemacht. Ich hoffe, ihr kontrolliert die Notizen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen 20 Uhr auf einer Live-Analyse-Session. Da werden wir das alles live machen. Wir werden jetzt nicht so wie eben nochmal alles durcherklären, sondern werden uns an den Markt setzen, werden euch unsere Gedankengänge teilen und werden alles von 0 auf 100 einzeichnen. Und dann würde ich sagen, übergebe ich an Yannick, weil er sieht so aus, als würde er noch irgendwas sagen wollen. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank, Danny, für den mega kranken Input. Absolut Hammer, geisteskrank geil, was du hier gerade gedroppt hast. Ich hoffe, das hat jedem was weitergebracht. Was heißt hier? Ich hoffe, ich weiß, dass das jedem extrem weitergebracht hat. Guckt euch das Recording nochmal an. Es ist immer sehr, sehr geil, Informationen sich zweimal anzuhören. Man lernt nie aus bei sowas. Dann fällt meistens dann immer noch mal was auf was man gar nicht so extrem den Fokus gelegt hat. Ich freue mich, wie Danny gerade schon gesagt hat, euch morgen alle auf der Analyse-Session zu sehen, weil das wird absolut geisteskrank. Ihr werdet, wie gesagt, wie so ein kleiner Papagei auf unseren Schultern sitzen und zuschauen können, was wir da ganz genau machen. Ja, Jürgen macht es genauso vor, so ein bisschen so. Und werdet ganz genau sehen, was wir da eigentlich alles machen. Yes, und mit den Worten hat mich auch sehr, sehr gefreut, euch alle hier zu sehen. Danny sagt Tschüss zu YouTube. Tschüss zu YouTube. Haut rein, macht's gut.